25. Februar 2021, Skilift Karussell Winterberg. Im größten Skigebiet des Sauerlandes ist nichts los. Trotzdem hat man den Großteil der Pisten hier für zigtausend Euro beschneit. Dabei gab es in diesem Corona-Winter noch keinen einzigen Betriebstag. Wenn man sich hier so umschaut, ich glaube, hier wurden für zigtausende Euro Kunstschnee auf die Pisten geworfen. Die Betreiber haben ja überhaupt nichts davon bislang. Das ist schon hart da. Leitet man, glaube ich, ein bisschen mit, oder? Das ist natürlich bitter, klar. Also im Grunde genommen liegt eine Masse an Schnee da. Das Wetter ist jetzt eigentlich optimal. So früh als Skilauf wäre optimal möglich jetzt bei so einem Wetter. Und hätten wahrscheinlich auch viele gern genutzt, aber ja, es hilft ja nun mal nichts. Glaubst du, dass diese Saison noch der Lift 2-3 Wochen läuft, oder? Ich kann es mir aktuell nicht vorstellen. Ich sehe es eher skeptisch. Klar ist die Hoffnung da, glaube ich, auch gerade von den Liftbetreibern, aber ist immer, ja, wir sind jetzt dann Anfang März. Es wird sicherlich noch mal kalte Tage geben, inwieweit das dann wirklich mit Lockerungen so genutzt werden kann, dass es vielleicht das ein oder andere noch ausgleicht in Finanzen, ist eher schwierig zu sehen. Ja, die Pisten überraschen gut in Schuss. Bis zum halben Meter Schnee liegt auf den Abfahrten. Vielleicht werden die Liftbetreiber ja doch noch belohnt mit 2-3 Wochen Liftbetrieb zum Ende der Saison. Das Betretungsverbot vom Januar ist übrigens mittlerweile komplett aufgehoben. Auf eigene Gefahr darf man die Pisten benutzen. Mit dem Rad unterwegs hier im Schnee. Wie kam es dazu? Ja, also ich komme von Biedenkopf eigentlich. Ich habe frei. Freizeit, Stundenabbau. Und wenn, dann müssen wir das Rad da mal hinstellen, dass das vom Panorama passt. Also ich bike das ganze Jahr. Ich fahre normalerweise Ski. Hier auch. Jetzt komme ich da runtergeballert, aber es war ja leider nicht möglich. Ich komme aus Klein-Gladenbach. Wir haben das letzte Skipiste in Hessen. Ja, die hat 850 Höhenmeter. Wir hatten auch stellenweise so weiß und sind dann an der Seite hochgewandert und sind trotzdem runtergefahren, regelmäßig. Also du bist so 6-mal am Tag hoch und wieder runter und wer weiß, was du getan hast. Und du bist auch öfters sonst im Winter hier skimäßig unterwegs, wenn hier, die Lifte laufen, oder? Hier, wenn die Lifte laufen, bin ich, also heute wäre ich hier, weil es ist ja Wahnsinn. Es ist ja perfekt. Ich werde aber mit meinen All-Mountains auch nochmal hierher kommen. Ich habe All-Mountain-Ski mit meiner Tochter und dann werde ich auf jeden Fall hier noch mal runterfahren, weil ich kann ja an der Seite irgendwo aufsteigen. Das Leben ist wunderbar. Du siehst es ja selber. Man kann überall was machen, das ist geil. Der Winter war natürlich von Bedingungen her super. Ja. Von den Rahmenbedingungen her schlecht, aber von den eigentlichen Schneebedingungen optimal. Ihr seid hier vom Verein, glaube ich. Ja, das ist im Grunde jetzt Landeskader von der Leistungssport GmbH, Skilanglauf. Das die ja ein kleines Gruppentraining möglich ist. Und der Skilanglauf an sich konnte ja, sagen wir, die Leute relativ gut nutzen für individuelle Sport,
von dem her war das recht gut. Aber Wettkämpfe war da wahrscheinlich auch Wettkämpfe, wenig. Alles, was der Nachwuchs im regionalen Bereich angeht, hat nur im Grunde genommen als Online-Challenge stattgefunden. Also regional haben wir dann verschiedene Strecken markiert und dann wurden diese DSV-Nachwuchs-Challenge, so nennt sich das, angelegt. Die hat man deutschlandweit durchgeführt in verschiedenen Regionen und somit war zumindest wettkampfähnliches Charakter oder wettkampfähnliches Training möglich. Möglich, aber es dient dann halt am Ende, ja, einen gewissen Leistungsvergleich konnte man rausziehen, je nach Bedingungen auch, weil dann meistens so eine Challenge über 2-3 Tage lief und somit zwar auf der gleichen Strecke stattfand, aber natürlich die Schneebedingungen von, sagen wir mal, Samstag auf den Montag natürlich schon sich hin und wieder verändert haben. Ich glaube, im Skilanglauf haben wir, wie gesagt, den großen Vorteil gehabt, dass man natürlich die Leute soweit als Familien nutzen konnte, auch zum individuellen Lauf, dass so ein Training durchaus möglich war und die Motivation dementsprechend schon hoch bei den Kids. Somit sagen wir, ist da sicherlich der Einbruch nicht so extrem. In den anderen Disziplinen im Wintersport ist das sicherlich kritischer zu sehen, weil dort ja, wie gesagt, absolut gar nichts stattfinden konnte und durfte bis jetzt. Und es ist sicherlich dort der ein oder andere Disziplin dann noch vermehrt zu merken im Langlauf, muss man sagen. Glücklicherweise bis jetzt eher relativ positives Fazit, trotz dass wir einmal keine Wettkämpfe anbieten konnten. Trotz dass es kein geführtes Training war für den Nachwuchs, sind doch die meisten relativ gut dabei geblieben. Die endgültige Bilanz wird man sehen, wenn die neue Saison Anfang Mai losgeht, dann kommen immer so die Rückmeldungen, sagen wir, aus den Elternhäusern, wie viel dann wirklich an Verlust vielleicht da ist.